Prag ist eine vielfältige und mysteriöse Stadt. Sie begeisterte Franz Kafka, der hier seine finsteren und surrealistischen Werke schuf, und Mozart, der hier die luftige und helle Musik der Prager Symphonie komponierte. Das Herz von Prag ist der alte Altstädter Ring. Er befindet sich im historischen Zentrum der Stadt, umgeben von alten Häusern. In vergangener Zeit sah er sowohl prachtvolle Aufzüge der Könige als auch Hinrichtungen der Rebellen. Wenn Sie den Blick auf das Pflaster werfen, werden Sie goldene Linien sehen. Sie bezeichnen den 14. Prager Meridian. Manche Menschen glauben, wenn man diese Streifen betritt und sich etwas wünscht, gehe dieser Wunsch in Erfüllung. Wollen wir uns mit dem Platz und seinen besonderen Sehenswürdigkeiten näher bekannt machen. Das Rathaus der Altstadt ist das bekannteste Gebäude des Altstädter Rings. Im Jahre 1338, als König Johann von Luxemburg der Stadt die königliche Charta verlieh, wurde das Rathaus zum Zentrum der Selbstverwaltung Prags. Im Laufe des 15. Jahrhunderts wurde auf dem Turm die berühmte Aposteluhr, Orloi, montiert, die sich im Südteil des Rathausgebäudes befindet. Die Prager Orloi ist eine astronomische Uhr und eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Prags. Mit dem Aufbau der Uhr sind viele Mythen verbunden. Angeblich befahl der Prager Stadtrat, den Schöpfer der astronomischen Uhr Hanusch zu blenden, sodass er nie wieder solch ein schönes Kunstwerk schaffen würde. In seiner Verzweiflung zerstörte der Meister den Mechanismus der Uhr. Erst nach 50 Jahren wurde sie repariert. Die ältesten Teile von Orloi stammen aus dem Jahre 1410. Die Kalenderscheiben und allegorischen Gestalten wurden 100 Jahre später hinzugefügt. Zu jeder vollen Stunde von 9 bis 21 Uhr bewundern die Touristen und die Einheimischen eine ungewöhnliche Aufführung. Aus den Luken im oberen Teil der Uhr kommen die 12 Apostelfiguren. An der Prager Orloi lassen sich nicht nur die lokale Zeit, sondern auch die Mondphase, die Zahl der Stunden bis Sonnenuntergang und vieles andere ablesen. An der Ostseite des Rathauses sind 27 Kreuze mit den Symbolen von Schwert und Stachelkrone in das Pflaster eingelassen. Hier wurden 27 Anführer des Aufstands gegen die Macht der Habsburger Dynastie exekutiert. Auf dem Platz sind zwei imposante Kirchen zu sehen. Die Teinkirche, Tinsky Hram, ist eine der berühmtesten Kathedralen Europas. Während der Hussitenkriege sammelten sich hier die Anhänger von Jan Hus. Später wurde die Teinkirche zur Hauptkirche der Calixtiner. Calix heißt Kelch auf Lateinisch. Calixtiner waren die Hussiten, die sich von den Katholiken dadurch unterschieden, dass sie das Abendmahl nicht nur mit Brot, sondern auch mit Wein feiern wollten. Innerhalb der Teinkirche befindet sich die älteste Orgel Prags, gebaut 1673 von einem deutschen Meister, und das Grab des dänischen Astronomen Tycho Brahe, der am Hofe Rudolfs II. Diente. Die Nikolauskirche ist eines der schönsten Beispiele für die Architektur des Hochbarocks. Oft wechselte sie ihren Besitzer. Sie war eine Gemeindekirche der Altstadt, ein Benediktinerdom, ein Lager und eine Konzerthalle. Im Jahre 1871 übernahm die russisch-orthodoxe Gemeinde das Gotteshaus. Seit 1920 wurde es zum Hauptdom der tschechischen hussitischen Kirche. Sie haben wohl bemerkt, dass es auf dem Platz keine zwei ähnlichen Gebäude gibt. Fast jedes Haus des Altstädter Rings hat seine eigene Geschichte, die wir näher betrachten wollen. Das Palais Goltzkinski gilt als das schönste Gebäude Prags im Rokoko-Stil. Ende des 19. Jahrhunderts befand sich in einem Teil des Palastes das Deutsche Gymnasium, wo Franz Kafka zur Schule ging. Im rechten Teil befand sich der Laden seines Vaters. Seit 1949 gehört der Palast zur Nationalgalerie. Hier finden interessante Ausstellungen statt und hier sind die Gravuren und Zeichnungen von Dürer, Rembrandt, Goya und Picasso aufbewahrt. Das Museum besitzt eine der größten Grafiksammlungen der Welt. Der dreistöckige Palastturm des Hauses zur Steinernen Glocke wurde im 13. Jahrhundert errichtet und zählt zu den ältesten Gebäuden Prags. Früher lebte hier der König Johann von Luxemburg, jetzt finden hier Ausstellungen und Konzerte statt. In diesem Haus befand sich früher die Apotheke zur Goldenen Krone. Laut Überlieferung bekam der erste Besitzer seine Privilegien von König Karl IV. Selbst.
Im 19. Jahrhundert wurde hier das Café errichtet, das unter vielen tschechischen Schriftstellern populär war. Hier befand sich auch die Apotheke zum Weißen Einhorn. Der Name hatte eine symbolische Bedeutung. Die Jungfrau, die das Einhorn bändigt, stellt die Allegorie einer alchemischen Hochzeit dar. Jeder Apotheker war damals ein bisschen Alchemist. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Haus von dem Buchhändler Alexander Storch gekauft, der das Haus renovieren und umbauen ließ. Beim Abbau einer der Wände wurde zwischen Stöcken eine kleine Kapelle mit dem Alkoven entdeckt. Im Zentrum der Kapelle stand ein Tisch, worauf ein Schwert lag. Es ist bis heute nicht bekannt, wer die Kapelle eingemauert und die Waffe dorthin gelegt hat. Im Haus zum Goldenen Einhorn wurde im Jahre 1781 die erste Lesehalle in Prag eröffnet, die fürs Lesen von periodischen Ausgaben bestimmt war. Außerdem befand sich hier das Hotel, wo Ludwig van Beethoven einige Wochen verbrachte. Das Haus ist auch mit einem anderen Komponisten verbunden. Friedrich Smetana, der Gründer der tschechischen klassischen Musik, eröffnete hier im Jahre 1848 die Musikschule. Der Name dieses Hauses, U Minuti, zur Minute, stammt vom tschechischen Wort minuciosni, das bedeutet klein. Hier wurde Tabak und anderes Feingut verkauft. Nach einer anderen Version der Geschichte befand sich hier einmal der Tabakladen des holländischen Kaufmanns Minuit. Minuit war dadurch bekannt, dass er 1626 das Land, wo jetzt New York liegt, von Indianern gekauft hatte. In diesem Haus hat der berühmte Schriftsteller Franz Kafka seine Kinderjahre verbracht. Das Haus zum steinernen Tisch bekam seinen Namen dank des Zeichens des steinernen Tisches, der als Emblem der Geldwechsler diente. Einst hieß das Haus zu den Geldwechslern. Albert Einstein hielt in diesem Gebäude in den Jahren 1910 und 1911 seine Vorlesungen. Hier soll er zum ersten Mal seine Relativitätstheorie öffentlich formuliert haben. Im Haus zum Ritter Christoph befindet sich ein kleiner Laden für Antiquitäten und Waffenrepliken vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Das Geschäft wurde von den Brüdern Christoph gegründet, die bei einigen bekannten Kinofilmen zur Ausstattung beitrugen, darunter A Knight's Tale, Blade 2 und Hidalgo. Im Zentrum des Platzes wurde im Jahre 1915 das Denkmal für den tschechischen Nationalhelden Jan Hus errichtet. Es wurde 13 Jahre lang darum gestritten, wo genau das Denkmal stehen sollte. Zuerst wurde beschlossen, dass Hus bei der Folter im Feuer dargestellt werden sollte, aber nach einem Wettbewerb entschied man sich für einen anderen, moderneren Entwurf. Im Jahre 1926 installierte man am Fuß des Denkmals zwei Kelche, denen Gas zugeführt wurde. Das Feuer sollte an Festtagen an das Martyrium von Hus erinnern. Doch dieses Feuer erlosch während des Zweiten Weltkrieges, als das Denkmal durch Bomben und Granaten stark beschädigt wurde. Eine Bombe fiel genau auf die Treppen des Monuments. Jetzt ist das Gesicht der Figur beschädigt, ein Teil der Plastik ist verloren und Wasser dringt in die Figur. Zurzeit wird das Denkmal sorgsam restauriert. Man erwägt auch, die Kelche mit dem brennenden Feuer wieder anzubringen. Der Altstädter Ring ist nicht die einzige Sehenswürdigkeit des alten Prag. Kommen Sie in diese gastfreundliche Stadt, um auf der Karlsbrücke mit ihren imposanten Skulpturen zu spazieren, um auf engen Pfaden des alten Judenfriedhofs zu wandeln und sich in einer der zahlreichen Kneipen und Cafés verwöhnen zu lassen. In Prag sind Sie jederzeit willkommen.